Willkommen zu einem neuen Monatsvlog. Ich bin in der Heimat, relativ offensichtlich, und ich habe in diesem Monat einfach so viel gearbeitet. Aber fangen wir anders an, denn ich war zu Beginn des Monats das erste Mal mit Nori auf dem Flohmarkt der Gärten in Langenhorn. Das Ganze ist eine Wohnsiedlung, die gemeinsam einen Flohmarkt veranstaltet. Diesmal waren, glaube ich, 230 Gärten beteiligt, und ich finde es einfach super praktisch, weil die Leute, die daran teilnehmen, brauchen ihre Sachen einfach nur in ihren Garten tragen, können zwischendurch mal reingehen, sich einen Kaffee machen und so weiter. Also der Aufwand ist relativ gering für sie. Und auf der anderen Seite, wenn man als Gast auf den Flohmarkt geht, sieht man einfach neben den ganzen Artikeln und neben dem klassischen Flohmarkt auch noch super schöne Gärten und Häuser. Wir fanden es richtig, richtig schön, also große Empfehlung. Es hat uns richtig Spaß gemacht, weil das Wetter war auch einfach bombastisch. Natürlich, es steht und fällt mit dem Wetter. Wenn es den ganzen Tag regnet, sieht es ein bisschen anders aus. Wir hatten einfach wahnsinnig viel Spaß. Den einzigen Kritikpunkt, den ich habe, ist, es wird verdammt voll. Also es ist mittlerweile kein Geheimtipp mehr, sondern es waren, glaube ich, Tausende von Leuten da. Und ab einem gewissen Zeitpunkt wird es einfach für mich zu voll. Ich mag es nicht, wenn man sich dann durch die Gärten so in so einer Menschenmasse drückt. Das heißt, so einfach als Tipp, wenn ihr mal da vorbeischauen wollt, seid früh. Leider immer auf der Kamera nicht so schön rüberkommt wie in echt. Ich will hier wohnen. Ich auch. Ich habe direkt am allerersten Stand eine Marmorplatte gefunden, die ich gerne für meine Küche haben wollte. Ich mag sowas, dass man einfach, man kann Dinge darauf gruppieren und es sieht sofort ordentlicher aus. Also Salz, Pfeffer, Öl, aber auch andere Sachen wie eine Obstschale oder so weiter. Es sieht einfach sofort zusammengehöriger aus. Die habe ich am ersten Stand gefunden und glücklicherweise konnte ich sie bezahlen und dann wurde sie für mich hinterlegt und dann sind wir ganz am Ende dort nochmal vorbeigegangen und haben die eingesammelt. Als ich sie dann nach Hause geschleppt hatte, habe ich sie einmal auf die Waage gelegt. Sie wog tatsächlich 4 Kilo, also das hätte ich für den gesamten Flohmarkt nicht geschafft. Mein Highlight-Fund waren aber auf jeden Fall 5 Tassen, die ich mitgenommen habe. Ich habe für die Heimatwohnung noch keine einzige Tasse gehabt, deswegen passte das mega gut. Und ich liebe die, weil es einfach Unikate sind. Sie passen von der Farbwelt her wunderbar zusammen. Und ja, trotzdem ist jede einfach einzigartig und sie haben auch verschiedene Designs. Also ich finde, das sind so Tassen, die man auch super irgendwo dekorativ hinstellen kann in offenes Regal und sie sehen trotzdem total schön und spannend aus. Wie gesagt, ich habe im Juli sehr, sehr viel gearbeitet. Unter anderem war ich ein paar Tage für ein Shooting beim Hamburger Bunker. Guten Morgen. Da haben wir die EM-Zone, wo die ganzen Spiele geschaut werden. Und hier ist der Bunker mit dem neuen Aufsatz oben, wo das Hotel und Bar und Restaurant reingekommen sind. Und da geht's jetzt hin. Viele von euch werden es vielleicht schon mitbekommen haben, weil das Ganze relativ viel mediale Aufmerksamkeit bekommen hat. Dem Bunker an der Feldstraße in Hamburg wurde eine neue Haube aufgesetzt. Es hat ein paar extra Etagen gegeben, wo jetzt ein Hotel, ein Restaurant, eine Bar drin ist. Und das Schöne ist, es gibt so einen Baumwipfelpfad, den kann man außenrum herumlaufen. Und dann gibt es einen frei zugänglichen Dachgarten, für den man auch keinen Eintritt bezahlen muss, in dem man einfach nur abends mal chillen kann. Also super schön gemacht.
Was viele von euch wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass so ein Fotojob, ich würde sagen, zu 90% aus Büroarbeit besteht. Das heißt, ich habe super viel Nachbereitung, was Retuschen, Mails und so weiter angeht. Und ich liebe das aber einfach, dass das ortsunabhängig ist. Und meistens nutze ich die Chance, für diese Arbeitssteps dann in die Heimat zu fahren, weil die kann ich easy von hier aus machen. Das heißt, ich habe die letzten anderthalb Wochen super viel hier am Rechner gehangen. Das habe ich euch natürlich nicht gefilmt, weil es einfach nicht spektakulär ist, sondern ich habe euch versucht, so ein bisschen die kleinen Sommermomente zwischendurch einzufangen. Auch wenn es auf den ersten Anschein nicht den Eindruck macht, bei der Küche bin ich jetzt einen Step weiter, denn ich habe endlich eine Arbeitsplatte. Was mir wichtig war bei der Arbeitsplatte, dass es eine helle Arbeitsplatte ist, die warmweiß ist, weil das war gar nicht so einfach. Ich habe die ockerfarbenen Fronten, ich hatte da so eine Testfront, die habe ich immer mit in den Baumarkt genommen, um einfach sie anhalten zu können, eine Vergleichsmöglichkeit zu haben. Und die meisten hellen Arbeitsplatten waren tatsächlich kaltweiß, was einfach überhaupt nicht schön zu den warmen Fronten ausgesehen hat. Ich wollte wirklich so einen kompletten Warmton. Das Ganze sieht jetzt gar nicht so warm aus. Das liegt aber daran, dass die Wand dahinter in einem Cremeton gestrichen ist. Wenn ich nämlich jetzt einfach mal ein weißes Blatt Papier anhalte, und jetzt sieht man, glaube ich, schon ganz gut den Kontrast. Mir gefällt sie extrem gut, weil sie einfach so ein bisschen Struktur hat, so ein bisschen betonartig, aber nicht zu sehr. Und wie ihr sehen könnt, warte ich jetzt im nächsten Step auf den Elektriker und den Klempner, um alles soweit anzuschließen. Und dann habe ich endlich eine funktionierende Küche. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich schon auf diesen Moment hinfieber, wenn ich endlich meine ganzen Sachen, Töpfe, Geschirr und so weiter, endlich in die Küche wirklich dann final auch einräumen kann. Weil es waren jetzt schon echt einige Monate. Aber gut, ich war jetzt auch wirklich 2 Monate nicht hier und dementsprechend lange dauert der Prozess auch einfach, wenn man zwischendurch 8 Wochen aussetzt. Oh, und außerdem war ich zum ersten Mal mit Pina schwimmen. Also ich bin geschwommen, sie ist nicht geschwommen. Wir sind extra zu einem See in der Nähe gefahren. Wir hatten auch super viel Spaß. Sie liebt ja einfach das Wasser. Wir hatten auch einen Ball mit dabei. Sie ist reingelaufen, hat den Ball geholt. Aber sie ist noch sehr zögerlich, sobald sie nicht mehr stehen kann. Also so bis Bauchtief oder so geht sie rein. Weiter wollte sie auf gar keinen Fall. Und ich glaube, das muss einfach die Zeit bringen. Also ich will da meinen Hund auch nicht zwingen. Das muss, glaube ich, ganz von alleine kommen. Deswegen, da braucht sie noch ein bisschen. Ich war ein ganz, ganz kleines bisschen enttäuscht irgendwie, weil ich ja so darauf gewartet habe, dass sie ja das erste Mal in ihrem Leben schwimmt und wir vielleicht auch zusammen schwimmen gehen können. Aber ja, das braucht noch ein bisschen Zeit. Meine Mama und ich wollen nachher zu einem Secondhand-Laden und wollen noch Sachen von meiner Oma wegbringen. Ich glaube, ich hatte das schon mal in einem anderen Vlog erzählt. Im Herbst ist leider meine Oma verstorben und jetzt räumen wir so nach und nach das Haus leer und bringen immer mal wieder ein paar Kartons dann zu einem Sozialkaufhaus. Heute Nachmittag steht die nächste Tour an und ich habe gedacht, es macht einfach Sinn, wenn wir eh hinfahren, dass ich einmal hier noch durch meinen Kleiderschrank schaue. Das hier ist jetzt mein alter Kleiderschrank, den ich einfach weiter benutze, also ja, den ich in meiner Jugend hatte, bevor ich vor knapp 15 Jahren oder so ausgezogen bin. Das ist jetzt ganz praktisch,
halt den einfach weiter zu nutzen. Und ich nutze den Kleiderschrank aktuell so, dass ich hier unten eine Kleiderstange habe mit Kleiderbügeln. Da kommen alle Sachen drauf, die ich aus meiner Capsule Wardrobe mitbringe. Wenn ich weiß, ich fahre 1 bis 2 Wochen runter in die Heimat, dann hängen die Sachen hier. Hier nebenan befinden sich noch ein paar Winterjacken, die einfach für die Heimat geeigneter sind als in Hamburg. Das sind so Jacken, die ich aussortiert habe. Das ist... Die kennt ihr, die habe ich erst vor kurzem aussortiert. Irgendwie die trage ich hier noch ganz gerne, diese orange Papa-Jacke. Aber es sind auch so Sachen wie zum Beispiel eine ganz alte Skijacke oder so. Ich finde es schade, die Sachen wegzutun. Für einen kalten, harten Winter oder Gartenarbeit oder so kann man die wunderbar anziehen. Deswegen hängen die Sachen einfach noch hier. Ein alter Piqueur-Blazer aus meiner Reitzeit. Irgendwie hänge ich an dem. Ich weiß, das ist total bescheuert. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt noch reinpasse oder ob der ein bisschen zu eng geworden ist. Aber irgendwie hängen an dem so viele Erinnerungen, dass ich den nicht abgeben kann. Und noch ein Kleid, was ich zur Zeugnisvergabe getragen habe. Es hat schon wieder so ein 2000, 2010er Vibe, der jetzt schon wieder ganz modern ist. Und ich hatte zum Abi-Ball hatte ich ein langes fließendes Kleid an. Das habe ich irgendwann mal verkauft, weil ich gedacht habe, wann trage ich dieses Kleid jemals. Aber das ist einfach ein kurzes braunes Kleid mit so ein bisschen so Einsätzen, ein bisschen interessanten Muster. Es ist ein Neckholder, also wirklich 2000er, ja. Aber ich habe gedacht, vielleicht trägt man das irgendwann nochmal. Und hier oben kommen wir jetzt zu einem Part, wo wirklich die alte Kleidung liegt. Also das sieht jetzt gerade relativ viel aus. Es sind Arbeitshosen mit dabei, es sind Reitsachen mit dabei, es ist Sportkleidung. Und ansonsten sind es aber wirklich alte Sachen, die ich vor 15 Jahren getragen habe. Und dementsprechend habe ich gedacht, das ist irgendwie eigentlich total cool, mal nochmal durchzugucken, auszusortieren, weil eigentlich möchte ich gar nicht so viele Sachen haben, weil ich ja eh meine Capsule Wardrobe mitbringe und meine aktuellen Sachen trage. So, ich bin jetzt oben einmal durchgegangen und habe geschaut, was auf jeden Fall bleiben soll. Es ist jetzt auf jeden Fall schon mal etwas besser geworden. Es ist immer noch relativ viel, aber einfach, weil es sind zum Beispiel, hier sind allein 3 Schlafanzughosen mit dabei, eine alte Jeans, eine Hose zum Arbeiten und zum Streichen und das hier ist noch eine alte Reithose, die ich noch nicht abgeben mag. So, dann haben wir hier viel, diese bunten Sachen sind oft so Schlafshirts auch, die sind einfach alte Shirts, die ich von früher nutze, 1, 2 Streichshirts und... 1, 2, 3 Tops irgendwie, auch 1, 2 Reitsachen. Und dann haben wir hier nochmal einfach 4 Sweatshirt-Pullover, die ich auch, der unterste ist zum Streichen und die anderen 3 ziehe ich so ganz gerne mal an, einfach zum Chillen. 2 Strickpullover und ein altes Hemd. Das ist der Stapel mit Sachen, die ich aussortiert habe und das sind die Sachen, die ich jetzt gleich einmal anziehen und durchprobieren möchte. Bei den aussortierten Sachen ist es... Sind es 2 Strickgeschichten, die ich einfach nicht mehr trage. Ich auch einfach ungern so dunkle Töne trage und man dann immer so viel Probleme mit den Hundehaaren hat. Und dann sind es noch 2 alte so Band-T-Shirts, die ich auch nicht mehr anziehe. Die werden auf jeden Fall schon zum Spenden kommen. Und hier haben wir jetzt so einen wilden Mix aus Sachen, die ich jetzt gerne einmal durchprobieren möchte. Das erste ist eine Sweatshirt-Jacke, die ich von meinem Bruder mal bekommen habe, vor gar nicht allzu langer Zeit, weil er sie nicht getragen hat, weil sie ihm einfach zu dick war. Und was ich ganz süß finde, ist irgendwie hier dieser Flauschfaktor. Jetzt gerade bei knapp 30 Grad total bescheuert, aber ich glaube, das ist ein ganz gutes Teil, wo man mal einfach so im Winter sich einmummeln kann. Ich weiß nicht, ob ich die Bänder, glaube ich, vielleicht rausziehe. Ich glaube, die machen es schon mal besser. Ja, es ist kein Teil, was so klassisch mein Stil ist, aber das ist auch der Grund, warum ich so ein paar von den anderen Sachen einfach behalte, weil ich es immer schön finde, wenn man nicht wirklich alles mit in die Heimat nehmen muss, sondern man nimmt halt die Teile mit, irgendwie, die man gerne tragen möchte, wo man sich mit Freunden trifft, wenn man rausgeht und so weiter. Aber ich möchte nicht jedes Mal Schlafanzug, Loungewear etc. irgendwie mitschleppen müssen. Und deswegen finde ich es an dem Punkt ganz gut, einfach so 2, 3 Sachen zu haben, die man so abends zum Chillen einfach anziehen kann. Oder wenn es unerwartet kalt ist, die man dann doch mal drüber ziehen kann. Hat für mich einfach einen praktischeren Grund, als jetzt alles zu spenden und abzugeben und dann fehlen hier ab und zu Sachen. Das ist ein Pullover, den ich wirklich jahrelang geliebt habe, den ich rauf und runter angezogen habe. Ich glaube, das war sogar noch während meiner Schulzeit. Ich mag den nach wie vor, weil er relativ schlicht ist. Was ich nicht mag, sind, dass die Ärmel so
die Länge der Ärmel mag ich nicht, habe ich auch gar nicht mehr. Also ich würde immer eher ein Hemd anziehen und die Ärmel hochkrempeln, als einen engen Dreiviertelärmel zu haben. Irgendwie stört es mich, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, das ist nicht mehr richtig ich. Und er hat auch hier so angekrauste Schultern. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Also das Material ist oben so ein bisschen angekraust, sodass es ein bisschen so eine Puffschulter macht, ohne zu viel zu sein. Aber ja, es ist an sich ein schlichter Pullover, den man immer tragen kann. Deswegen habe ich auch so lange daran festgehalten. Aber ich fühle den einfach nicht mehr. Das bin nicht mehr ich. Und deswegen kommt der zum Spenden. Und dann kann sich jemand anderes drüber freuen, weil der ist einfach in einem Top-Zustand. Da ist nichts mit. So, kommen wir zu den witzigeren Sachen, glaube ich. Oder den spannenderen Sachen. Das ist ein ganz altes Top, was ich würde mal sagen, zu irgendeinem runden Geburtstag mal angeschafft habe. Es ist was ich aktuell nicht mehr kaufen würde, sowohl von der Schulterlinie her als auch mit den Punkten und so. Aber ich finde es eigentlich ich finde die Farbe steht mir, ich finde der Schnitt steht mir auch ganz gut und ich finde es einfach schön, einen Top zu haben, was man, wenn irgendwie unvorhergesehen hier nochmal irgendeine Feier ist oder irgendwas Schickeres oder man abends ausgehen möchte und ich habe wirklich nur Basic-Sachen mit dabei, dann finde ich es eigentlich cool, ein schickeres Top noch zu haben, was man zu allem anziehen kann. Und das ist wirklich so ein Top. Also ich habe es jetzt hinten nicht zubekommen gerade, aber es hat hier hinten zwei so Trägerchen und was weiß ich, Haare hoch irgendwie. Und man könnte auch einfach eine Jeans dazu anziehen oder das Top reinstecken, sodass es ist auch noch mal ein bisschen kürzer, mehr zu so einem Crop-Top wird und fertig ist der Ausgeh-Look. Deswegen, obwohl das nicht mehr so exakt mein Stil ist, würde ich das jetzt trotzdem behalten. Das hier ist ein Kleid, was mir meine Mama vor ein paar Monaten mal gegeben hat. Es ist ein Kleid, was sie für sich selber genäht hat und gefragt hat, weil sie es nicht mehr trägt, ob ich es haben möchte, weil sie es sonst spenden wollen würde. Und ich habe in dem Moment einfach gedacht, ach, nee, ich nehme es erstmal, es ist selbst genäht, es ist total schade, es einfach abzugeben und habe es erstmal bei mir in den Schrank gelegt. Ich habe es jetzt ehrlicherweise nur für euch angezogen, weil ich wusste, dass es ein Kleid ist, was ich abgeben werde. So schön es ist, dass meine Mama das genäht hat, so schön es ist, dass es einfach super passt, aber es ist nicht. Es sind nicht meine Farben, es ist nicht mein Muster. Ich mag den Schnitt gerne. Ich habe auch zwischendurch überlegt, ob ich es einfärben kann, aber es geht mit den Nähten teilweise nicht. Und unten drunter ist wieder ein Polyester-Unterkleid in Rosé und so weiter. Dementsprechend werde ich es abgeben. Aber fand ich irgendwie ganz süß. Ein zweites Kleid, das meine Mama genäht hat, es ist schwarz-weiß kariert. Also farblich sind wir schon viel mehr da, was ich sonst so mag. Und ich finde es auch irgendwie ganz süß. Es hat hier von die Raffung mit zwei kleinen Bändchen. Das Einzige ist, warum ich es hier jetzt gerade so halte, ich weiß nicht warum, aber der Träger ist durch. Und zwar ist er nicht durchgerissen, sondern es ist wie, als wenn ihn jemand hinten durchgeschnitten hat. Also es scheint mal aus Versehen irgendein Problem gegeben zu haben. Und ich freue mich gleich habe ich noch einen Rock, aber diese drei Sachen hat sie mir irgendwann vor ein paar Monaten mal gegeben und es wäre total schade, wirklich alles wegzugeben. Dementsprechend, wenn jetzt das andere Kleid nicht passt, freue ich mich umso mehr, dass ich das tragen werde und in Ehren halten werde. Das letzte Teil zum Aussortieren und auch das letzte Teil von meiner Mama ist dieser Rock hier. Es ist ein Low-Waist-Mid-Waist-Rock, irgendwie dunkelblau mit so einem Blumenmuster. Und was ich an dem Rock schade finde, also das Low-Waist ist, ach, da muss ich mich noch hart dran gewöhnen, das trage ich einfach ja selten. Und es ist leider in dem Fall ein Polyesterstoff mit einem Polyesterfutter, also der fühlt sich nicht so gut an. Ist es klassisch mein Stil? Nein. Trotzdem finde ich es irgendwie ganz süß und einfach mal was anderes. Und den werde ich jetzt auf jeden Fall behalten. Werde den vielleicht bis zum nächsten Sommer oder so auf jeden Fall mal probieren und mal versuchen, irgendwie hier zu stylen, wenn ich hier bin. Wenn ich ihn mega finde, würde ich ihn auch da wieder mit nach Hamburg nehmen. Aber jetzt erstmal bleibt er hier und dann schaue ich mal weiter. Das sind jetzt die Sachen, die ich aussortiert habe. Also schon ein bisschen was. Massiv ist es nicht weniger geworden, aber ich finde, es ist jetzt einfach, ja, ein bisschen aufgeräumt da. Pullover könnten wirklich noch ein, zwei raus, aber die lasse ich jetzt erstmal da, wo sie sind. Und damit kann ich, glaube ich, ganz gut meine Capsule Wardrobe immer mal wieder aufstocken, wenn ich in der Heimat bin. Na, hast du schon gewartet? Hast du schon gewartet? Ja, hast du brav gemacht. Oh.
hast du eine kleine Pause gemacht. Ja. Wie liegst du eigentlich? Ist das bequem? Wollen wir was essen? Ihr habt es wahrscheinlich sofort gesehen, den Bademantel habe ich mitgenommen, den konnte ich nicht da lassen. Ich finde den so cool, ich stehe gerade eh auf Streifen, wie man unschwer erkennt, und ich finde die Farbkombi einfach super schön. Er wurde noch super wenig getragen, also perfekter Zustand. Ja, und zu dem konnte ich einfach nicht Nein sagen. Ich liebe den. Und nein, ich sitze nicht regelmäßig mit Bademantel auf meinem Sofa. Aber vielleicht in Zukunft. Ich finde den Vibe sehr cool und ich möchte mir angewöhnen, im Winter, nicht bei 30 Grad, im Winter ein Bademantelmädchen zu werden. Morgen geht es dann auch schon wieder zurück nach Hamburg für die letzten Juli-Tage. Ich habe noch auf dem Zettel, dass ich auf jeden Fall noch meine Capsule Wardrobe für den August zusammenstelle und das Video für euch filme. Ihr habt wahrscheinlich gesehen, dass ich im Laufe des Monats immer mal wieder in Secondhand-Läden gelbe Hemden anprobiert habe. Irgendwie mag ich Gelb gerade total gerne. In den Secondhand-Läden bin ich leider nicht fündig geworden. Entweder hat mir der Schnitt nicht gefallen oder... ja, sie waren einfach zu groß oder die Qualität nicht. Und deswegen bin ich jetzt doch nochmal den Weg über Momox gegangen und habe mir 3 Hemden bestellt, die ich jetzt mal anprobieren werde. Ihr könnt nichts sehen, ne? Ich werde die anderen auf jeden Fall noch anprobieren, aber ich glaube, wir haben einen Gewinner. Ich mag, dass es nicht zu groß ist. Also es sind einfach Männerhemden, die ich mir bestellt habe. Es ist lang, aber es ist nicht zu oversized. Es hat auch nicht zu ultraweite Ärmel oder wenn ich es lang trage... es passt halt wie angegossen, ne? Finde ich schon gut. Ja, ich habe gerade festgestellt, warum die mehr fittet und enger sitzt. Es ist doch eine Größe 38. Also die war falsch deklariert. Ich habe nämlich nur bei Männerhemden geschaut. Nummer 2. Die Farbe ist ein kleines bisschen kräftiger. Mag ich auch sehr gerne. Und was ich mag, ist, es hat hier so eine süße Stickerei. Das ist ein Polo bei Ralph Lauren. Dementsprechend ein bisschen mehr ein Markenshirt, aber ich finde es einfach zu groß. Das dritte ist gestreift und erstaunlicherweise mag ich es auch ziemlich gerne. Was ich daran nicht mag, ist, dass es von der Weite ist okay, es ist auch wieder relativ lang und an den Ärmeln relativ lang. Dadurch, dass ich meistens aufkrempel, macht das nicht so viel, aber da ich eigentlich eher ein schlichtes haben wollte und nichts gestreiftes in dem Fall, werde ich glaube ich mit dem ersten gehen. Das war mein Juli für euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie immer, wir sehen uns nächste Woche wieder. Halten. Oh, prima.